Die Städte München und Nürnberg liegen zwar beide in Bayern, doch sie verbindet eine historische Rivalität. Unter Napoleon wurde nämlich die Region Franken und damit auch die Stadt Nürnberg eingegliedert in Bayern. Und seitdem gibt es so ein bisschen Knies. Und auch heute noch sagen viele Franken, wir sind keine Bayern, wir sind Franken. Wir sind jetzt mal hier hingereist. Wir sind in München und in Nürnberg, drehen ein Video und wir fragen mal die Leute, gibt es diese Rivalität noch im Jahr 2023? Los geht's! Los geht's! Waren Sie schon in Nürnberg? Nein. Waren Sie schon mal in Nürnberg? Nein. Ja. Sehr, sehr gern und sehr oft. Und was hältst du von Nürnberg? Ja, es ist klein, aber dort gehen anscheinend krasse Partys ab. Eine sehr schöne Innenstadt. Ja, bisschen alt, mit einer schönen Mauer drumherum, die Stadtmauer, ja. Waren Sie schon mal in München? Ja, öfters. Sind Sie ein Franke oder ein Bayern? Ein Franke. Waren Sie schon mal in München? Ja, war ich, zum Shoppen. Was halten Sie von Bayern? Von Bayern? Das ist ein wunderschönes Bundesland. Tolles Fußballclub. Nee, Bayern ist schon in Ordnung. Franken ist aber ein anderer Teil von Bayern. Das muss man immer, da zieht man immer eine Linie. Ne? Aber deswegen ist Franken ein Teil von Bayern und Bayern bleibt trotzdem ein tolles Bundesland. Keine Frage. Ich bin Fränkin und ich mag die Münchner gar nicht. Vor allem nicht den Fußballclub. Erzählen Sie mir, was ist falsch an Ihrem Fußballclub, der Millionäre? Ja, die gewinnen doch dauernd, das ist doch langweilig. Und außerdem sind die etwas sehr, ja, eingebildet. Wenn, dann muss man schon hier in der Region bleiben. Ich mag die Münchner. Auch den FC Bayern Club? Fußball ist mir egal. Soll es aber nicht. Was machen die Franken gut? Bratwürste. Was ist mit ihrem Wein? Der ist hervorragend. Ja. Und Sie sind ein Bayer? Nein, ich bin ein Franke. Generell, was in Franken besser ist, ist der Wein natürlich. Ja. Franken ist ja Weingegend. Und daher alles, was Weißwein betrifft, da ist in München oder Oberbayern hinkt da hinterher. Was gefällt Ihnen in München? Nix. Ja, habe ich mir schon gedacht. Was gefällt Ihnen in München am besten? Ich nicht. Mich nicht fragen. Ich kenne München. Kein München. Nein, ich kenne München nicht. Und dass man so schnell an die Seen und in die Berge ist. Nein, wieder ja, schon die ja. Münchner, die mich nicht mehr leiden können. Ja. Nein, was einem gefällt, auch die ganzen, wie soll ich sagen, also die Augustiner, wie sagt man da, die Bierhallen, klingt ja. Kölsch und rein. Ich war gestern in den Augustiner Brauerei-Restaurant. Ja, ist gut, ist echt gut. Ist echt gut. Angenehm, ja. 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 Was mögen Sie an den Bayern? Ja, die Bayern sind auf jeden Fall besser als die Norddeutschen. Die sind auch viele nette Leute, aber gemütlicher und... Ja, die Norddeutschen sind sehr reserviert. Ja, nicht alle, aber... Ja. Aber Franken, Bayern und Österreicher, die passen einfach zusammen. Und die Südtiroler. Was halten die Bayern von den Franken? Naja, das erste Mal, als ich Zug gefahren bin, habe ich zu meinem Papa gesagt, wir fahren nach Würzburg und das ist in Bayern. Da hat dann ein Mann gesagt, nein, das ist Franken. Bitte, ja. Also wird differenziert, ja. Ja, ist schwierig zu sagen, hat sich verändert. Ich habe ja studiert in Würzburg, also in Franken. Ja. Deswegen, man fühlt sich jetzt näher, aber es ist immer noch, ich meine, jeder will seine eigene Kultur pflegen. Deswegen, Franken ist Franken und Niederbayern ist Niederbayern, Oberbayern. Ist Oberbayern. Und als Franke, wie kommen Sie klar mit den Bayern? Kein Problem mit den Bayern. Sehr offenherzig, sehr laut. Und wir in Kreta, wo ich auch herkomme, sind genauso. Und so haben wir viele Gemeinsamkeiten, sage ich mal. Es gibt angeblich große Unterschiede zwischen den Franken und den Bayern. Ja. Wissen Sie was davon? Ja, natürlich, es geht schon mit der Sprache los, weil der Slang Allmächtner und diese Sprache. Und Bayern ist wieder anders. Also, dass man sagt, Bayern und Franken kommt man zusammen, sind die Franken nicht ganz einverstanden. Weil sie haben auch eine eigene Kultur, sie haben Weinberge, wir haben Katakomben. Also, das ist wieder ein ganz anderes Vorhaben. Und wie sind die Franken drauf? Franken sind schon anders natürlich, verglichen mit ein bisschen zurückhaltender auch, nicht so laut sicher.
Und haben Sie schon mal mitbekommen, dass es diesen Zwist gibt zwischen den Franken und Bayern? Ja, das kenne ich. Das ist wohl altbekannt. Die Weißwurstgrenze, gell? So wie man es immer so schön sagt. Aber davon halte ich nichts. Wir sind alle Bayern und es passt ja schon so. Wie Sie sind doch ein Franke. Nein, ich bin Bayer. Ich weiß nicht, ob die Bayern Probleme mit den Franken haben, aber die Franken sind seit über 200 Jahren von den Bayern besetzt. Napoleon hat uns hergeschenkt. Im Jahre 1806, glaube ich. Und wollen Sie ein selbstständiges Bundesland werden? Ich würde mich nicht wehren. Ja, ist nicht schlecht. Ich habe mit den Franken überhaupt kein Problem. Also sind mir sehr sympathisch. Aber die Franken haben mit Ihnen ein bisschen ein Problem. Das glaube ich nicht. Wir haben jahrzehntelang auf der Kaiserburg Adventskonzerte gemacht und die Leute hier in Franken waren begeistert von bayerischer und alpenländischer Volksmusik. Also insofern kann ich nicht, und ich habe sehr nette Kontakte gehabt, kann ich also überhaupt nicht bestätigen. Und was nervt einen Durchschnitt Franken an den bayerischen Leuten? Also mich nervt am meisten, dass ich ganz oft den Spruch höre, man muss Gott für alles danken, auch für Ober- und Mittelfranken. Ja, noch nie gehört. Ja, total originell, das höre ich wirklich sehr oft. Oder teilweise auch, ich will nicht sagen eine Ablehnung, aber das, kommst aus Franken, also wir haben euch gekauft so ungefähr. Oder wir sind mir, sind mir und ihr seid die Franken. Also ja, ich weiß nicht, wo das herkommt, ja, diese latente Ablehnung irgendwie. Ja. Und trotzdem fahren sie alle nach Nürnberg und fressen unsere Bratwürste, ja? Ja, es ist eine alte Rivalität zwischen den Bayern und den Franken. Kommt natürlich daher, dass zum einen Nürnberg deutlich älter ist als München. Und Nürnberg war früher eine sehr bedeutende, sehr wichtige, sehr mächtige, sehr einflussreiche, strahlende Reichsstadt. Und München war ein kleines, unbedeutendes Dorf. Genau. So ungefähr, ja. Hatte eine ganz völlig andere Geschichte natürlich, also Nürnberg als Reichsstadt und München immer als Hauptstadt des Herzogtums Bayern. Und dann am Ende des Heiligen Römischen Reiches 1806, als Napoleon da ganz Europa umgestülpt hat sozusagen, Ende des Heiligen Römischen Reich und Nürnberg, die Reichsstadt Nürnberg, die ehemalige stolze Reichsstadt Nürnberg, wurde dem Königreich Bayern einverleibt, dem neu gegründeten Königreich Bayern. Schande, oder? Ja, und das Schlimme war eben, dass dann die Bayern kamen und Nürnberg war wirklich hoch verschuldet, also ja, war Geld nötig und deshalb haben die Bayern hier alles wirklich mitgenommen, was man einigermaßen zu Geld machen konnte. Und das ist natürlich eine Schmach, die da schon noch nachhallt, weil die Bayern da Nürnberg doch sehr ausgeplündert haben und da alles nach München verschleppt haben. Und warum streben die Franken kein eigenes Bundesland an? Na, das macht keinen Sinn heutzutage. Na. Wir sind ja europäisch und von daher macht es keinen Sinn, immer mehr in Regionalitäten und Territorien irgendwie zu denken. Also ein eigenes Bundesland wäre völlig übertrieben. Wenn ihr mit uns noch mehr Deutsch lernen möchtet, dann möchte ich euch gerne heute einladen, ein Easy German Mitglied zu werden. Wir haben eine Mitgliedschaft und in dieser Gruppe, wenn ihr ein Mitglied seid, könnt ihr mehr mit uns lernen. Ihr kriegt Vokabeln, interaktive Übungen und ihr werdet auch Teil unserer Discord-Gruppe. Dort chatten wir zusammen und manchmal treffen wir uns auch. Hier im Hintergrund seht ihr gerade einige von unseren Mitgliedern aus München. Und als wir nach München gekommen sind, haben wir den Leuten geschrieben, hey, wir sind gerade in München unterwegs, lass uns doch mal auf einen Kaffee treffen. Wenn ihr auch Lust habt, mit uns ein bisschen mehr Kontakt zu haben und euer Deutsch noch zu intensivieren, dann schaut euch das mal an unter easygerman.org/membership. Für nur 5 Euro im Monat bekommt ihr tolle Materialien und unterstützt gleichzeitig unsere Arbeit. Und was sind die Hauptunterschiede zwischen einem Bayern und einem Franken? Ein Bayern ist ja stur, der Frank ist ein bisschen offener. Der Bayer, wenn der allein im Wirtshaus sitzt, der sagt nicht, kommst du daher, der sitzt. Und der Franke sagt, wir sitzen zusammen, das ist ganz einfach. Inwiefern sind die Franken anders als die Bayern? Sie sprechen anders. Fränkisch ist ein bisschen anders.
als bayerisch? Die Franken sind, glaube ich, bodenständiger. Die fränkischen Brezeln sind anders als die bayerischen. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Inwiefern? Beschreibe das bitte. Ja, die sind relativ hart in Franken. Ja. Ja, in Bayern viel mit gutem Salz drauf. In Bayern mit Liebe gemacht. Mit Liebe natürlich. Außen groß und innen weich und mit ganz viel Salz. Es gibt manche Worte, die ich im Bayerischen sehr zutreffend finde. Zum Beispiel, wollen Sie hören? Ja, unbedingt. Zum Beispiel Zwiderwurzen. Ich kann es noch nicht mal richtig aussprechen. Ja. Ich habe Bayerisch nie wirklich gelernt. Das ist eine Frau, die sehr unfreundlich ist und irgendwie ja, also zu allem eher Nein sagt. Ja, schwierig ist. Wie ist ein Bayer so drauf im Unterschied zu dem Franken? Was sind die Unterschiede? Der Franke ist besser, bessere Kuchen, bessere Würst. Und der Bayer, der ist als ein Schweinebraten und die Knödel. Ja? Franken haben auch nur einen Wein. Also gut. Ja. Nein, ich bin ja auch kein Bayer oder München. Was sind noch die Unterschiede zwischen den Bayern und Franken? Die Mentalität vor allem. Das heißt, die Bayern sind stur und unfreundlich. Genau. Und die Franken sind offen. Noch unfreundlicher. Was unterscheidet die Franken und Bayern, wenn wir die Vorurteile uns so anschauen? Die Vorurteile, ein ganz böses, soll ich eins erzählen, ganz böses. Also bei einem Bayern, der redet immer zu und man denkt dann, ja Wunder, was da dahinter ist. Und nach 4 Stunden ungefähr merkt man, dass nichts dahinter ist. Und beim Franken, der doch etwas zurückhaltender ist, typisch ist so das fränkische Understatement, das ist vielleicht so typisch, da merkt man dann eben vielleicht erst nach 4 Stunden, was der eigentlich drauf hat, weil man eben sich deutlich bescheidener gibt in Franken. Naja, wir haben eine eigene Sprache, wir haben auch eine gewisse eigene Kultur. Frankenkultur ist ja schon sehr alt. Und es ist halt anders als die Bayern. Und wir Franken unterstellen den Bayern natürlich auch immer eine gewisse Art von Hochnäsigkeit. Fängt mit Fußball an, Bayern München, und hört mit anderen Themen auch auf. Ja. Im süddeutschen Bereich München ist man sehr viel nach Italien mehr orientiert gewesen. Hier sagen wir, ist man nach Zentraldeutschland orientiert gewesen oder Durchgang nach Osten und Westen. Und dann sind es auch konfessionelle Fragen. Hier ist man damals zu 98% evangelisch gewesen, in Altbayern ist man katholisch gewesen. Und mit einem Mal wird der bayerische König zum Summus Episcopus, also wird zum obersten Bischof der Evangelischen. Das war eine schwere Kränkung. Also das sind Mentalitäten, die aufeinanderprallen, wie überall auch. Und das sieht man bis zum heutigen Tage sehr schön, wenn der erste FC Nürnberg, sofern er in der ersten Liga spielt, gegen FC Bayern spielt. Da merkt man dann immer Kracht's. Ja, Leute, das war eine interessante Episode. Auch wir haben ziemlich viel gelernt, obwohl wir schon ein bisschen über diese Geschichte wussten. Gut ist eigentlich, dass diese Konflikte immer weiter abnehmen, diese lokalen Konflikte, zumindest in Deutschland und Europa. Aber gleichzeitig sind es eben auch Sachen, die man nicht vergessen sollte. Und wenn ihr mal eben in diese Region kommt, nach Bayern oder nach Franken, ist es auch nützlich zu wissen, was hier früher passiert ist und warum es auch heute noch so kleine Spannungen gibt zwischen den Leuten. Ganz genau. Danke fürs Zusehen, liebe Leute. Ihr dürft auch gerne wieder ein Mitglied werden von uns. Den Link verlinken wir nochmal hier unten. Als Mitglied unterstützt ihr unsere Arbeit und bekommt zu diesem Video wieder interaktive Übungen. Tschüss. Ciao. Und bis bald.